Ingolstadt gegen Köln, zwei Teams, die mal wieder ein Erfolgserlebnis bräuchten. Ingolstadt 4 Niederlagen in Folge, Köln 3. Also Punkte, Siege dringend benötigt. Und vor allem auch Tore benötigt. Ingolstadt, das ist das große Problem der letzten Wochen. Das ist altbekannt. Das Spiel begann aber unschön. Heftiger Hit von Müller gegen Kraus, gegen den Kopf. Nach Überprüfung der Videobilder gab es die große Strafe gegen Kölns Kapitän, für den das Spiel nach nur 70 Sekunden bereits beendet war. Es folgte ein langes Powerplay für den ERC Ingolstadt, in dem man sich lange schwer tat, dann aber der Auftritt von Wojciech Stachowiak. Der nimmt Maß und trifft oben rechts, von ihm aus gesehen, in den Giebel. Endlich mal wieder ein Tor nach 9 Spielen ohne Torbeteiligung. Stachowiak mal wieder auf der Anzeigetafel. Also frühe Führung für Ingolstadt, aber der nächste Wechsel. Ein Fehler im Spielaufbau und die Kölner bestrafen das eiskalt. Unterzahltor von Justin Schütz zum 1:1. Bereits sein dritter Shorthander in dieser Saison auf Zuspiel von Maxi Kamara. Also Top-Antwort der Haie, danach wieder 5 gegen 5 auf dem Eis. Und Ingolstadt mit dieser Kombination, einmal hinten raus, Situation fast geklärt, aber nur fast. Der Puck landet bei Mirko Höflin, die erneute Führung für den ERC Ingolstadt. Zunächst ganz gut hinten angeschoben, gute Kombination rein ins Drittel. Und hier hat Dietz eigentlich die Chance, alles zu bereinigen. Der Puck springt zu Höflin, der lässt sich nicht zweimal bitten. Aber wieder die Haie in der Lage, zurückzuschlagen. Letzte Minute des ersten Drittels. Ingolstadt plötzlich unsortiert vor dem eigenen Tor. Der Puck geht zu Brady Austin. Das 2:2. Köln nutzt das auch gut, lässt die Scheibe hier gut laufen. Obenrum über Senhen rüber. Brady Austin macht keinen Fehler. 2:2 also nach 20 Minuten. Immer noch nichts. Der geplatzte Knoten bei Mark Francis Ingolstädtern. Und auch der Start ins zweite Drittel. Aus Sicht der Gastgeber alles andere als rosig. Scheibe zum Tor gegen den Pfosten. Und dann setzt Thoresson am schnellsten nach und bringt Köln zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung. Nur 20 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels. Das 3:2 für die Kölner Haie, die sich in einen kleinen Rausch spielten zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Nur wenig später, die zweite Minute des zweiten Drittels, Scheibe erobert und Maxi Kamara lässt es krachen. Superschuss in den Giebel, sein 100. DEL-Tor. 4:2 also für die Kölner. Bei Ingolstadt steigerte sich dann wieder im Verlauf des zweiten Drittels. Hatte ein paar gute Chancen, die man zunächst nicht nutzen konnte. Aber dann schmeißt Hüttel den Puck einfach mal aufs Tor und wird belohnt. Anschlusstreffer für die Panther durch den Verteidiger. Auch weil dort seine Mitspieler gute Arbeit leisten und Pankowski die Sicht nehmen. Der Puck schlägt ein, Ingolstadt wieder dran. Schlussphase, zweites Drittel. Jetzt wieder Vorteile bei den Gastgebern. Und sie finden einen Weg, das Spiel auszugleichen. Patrick Wirter, 14 Spiele ohne Tor. Auch für ihn ein erlösender Treffer. Sein 6. Saisontor. Cousin bereitet das Ganze vor. Und auch hier nutzen die Ingolstädter einen guten Screen vor Pankowski. 4:4, also nach 40 Minuten. Sehr unterhaltsames Spiel in der Ingolstädter Saturn Arena. Das letzte Drittel, bestimmt von Ingolstadt, die extrem viel Scheibenkontrolle hatten. Von Köln kam offensiv im Prinzip gar nichts und sie leisteten sich diesen entscheidenden Fehler. 3 Minuten vor Schluss, sofort bestraft von Andrew Rowe. Das 5:4, der letztendlich entscheidende Treffer zum Sieg für den ERC Ingolstadt. Ein erlösender Sieg natürlich, nach zuvor vielen Niederlagen in Folge. Und obwohl Maxi Kamara auf Kölner Seite ein Riesenspiel macht mit einem Tor und 3 Assists, geht's mit 0 Punkten wieder nach Hause für die Haie. Ehrlich ist im letzten Drittel, da haben wir dann auch irgendwie den Zugriff nicht mehr richtig gefunden. Da sind wir eher passiv, sind viel der Scheibe hinterhergelaufen. Ja, und dann kommt man den Druck irgendwie auch nicht standhalten. Ist natürlich ärgerlich, weil wir wollten mit Punkten rausgehen. Ist extrem eng gerade die Tabelle. Das ist gerade halt die Phase, wo wir uns rausarbeiten müssen. Und ich meine, wir haben 4:2 dann im zweiten Drittel zurückgelegen, haben uns da rausgekämpft, ins letzte Drittel mit einem Unentschieden wieder gegangen. Und ja, ich glaube, am Ende war es einfach der pure Wille von uns, dass wir das Spiel heute unbedingt gewinnen wollten, weil wir wussten, die letzten Spiele waren nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben.
Ingolstadt holt sich also durch ein starkes letztes Drittel einen verdienten Sieg und schiebt sich bis auf 2 Punkte an die Kölner Haie heran. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.